Hey, ich bin der Jem und neben mir steht der Jakob und wir zusammen haben das Serious Game Cloudy Days entwickelt, wo der Spieler in die Rolle eines kleinen Wassertropfen schlüpft. Hi, ich bin Jonas. Und ich bin der Alex. Und wir machen Corruption, ein Roguelite mit Looter-Shooter-Elementen und einem Resource-Management-basierten Crafting-System. Hallo, ich bin Maurice und ich stelle euch das VR-Game Crazy Slide vor. Crazy Slide ermöglicht euch die Konstruktion von Rutschen, die ihr anschließend nutzen müsst, um in ein Ziel hinabzustürzen. Hi, ich bin Benedikt und das ist Julian und zusammen haben wir den Virtual Reality Escape Room Drippin entwickelt. In unserem Spiel muss man verschiedene kleine Rätsel unter Zeitdruck lösen und hat dafür nur eine Wasserpistole zur Verfügung. Hi, ich bin Max vom Team Dungeon Breakout VR. In unserem Spiel spielt ihr einen verrückten Gott, der einen Dorfbewohner durch seinen Dungeon schickt. Hi, ich bin Philipp, das ist Petra und in unserem Spiel Free Your Inner Ape spielt man einen Affen, der aus dem Zoo ausbricht. Hallo, ich bin der Leon. Und ich bin Tobias und wir arbeiten an dem Spiel Galactic Gravity Gunner. Das ist ein Space-Shooter, bei dem man Objekte beeinflusst mit einem schwarzen Loch, um seine Gegner zu besiegen. Hallo, ich bin Syrbel. In meinem Virtual Reality Game Ride Cat schlüpfst du in die Rolle eines gelangweilten Museumswärters, der mit einem Laserpointer eine Katze kontrolliert, um das Museum zu zerstören. Hallo, ich bin Philipp und das ist Tobias. Unser Spiel Skynet Arena ist ein rundenbasiertes Strategiespiel für das Smartphone, bei dem du und deine Freunde eure taktische Überlegenheit auf dem Schlachtfeld beweisen können. Hallo, mein Name ist Linus und ich habe das VR-Action-Spiel Throwable Ants entwickelt. Im Spiel spielt man eine Roboter-Ameise. Man muss untergeordnete Ameisen kontrollieren, um die Materialien produzieren zu können, die die Königin erwünscht. Hallo, mein Name ist Julian, im Spiel Wayfarers. Im Spiel schlüpfst du in die Rolle von einem Krieger, der sich gegen den bösen König aufstellen will. Hallo, mein Name ist Patrick und ich habe zusammen mit Chantal das Spiel Animals God Attack VR entwickelt. Im Spiel muss man mit Hilfe einer Steinschleuder dem Löwenkönig helfen. Das ist Cedric. Und das ist Justus. Und unser Spiel Chemistry Catastrophe ist eine Educational VR Experience, bei der man als Schüler in einer Chemiestunde das Klassenzimmer in die Luft springt. Hallo, ich bin Valentin und ich entwickle das Spiel Shadow Shifter. In diesem Spiel kann man seinen Schatten nutzen, um Distanzen zu überwinden und sich vor Gegnern zu verstecken. Hallo, wir sind Elisabeth und David und im Rahmen des Game Lab 1 haben wir unser 3D-Fantasy-Adventure-Game Divine Body programmiert. Ich bin der Sebastian und in meinem Arcade Racer Delighted geht es darum, die Strecke beim Durchqueren zum Leuchten zu bringen.